Servus, grüß dich, wieder mal bei die Stämme. Wieder ein ganz kurzes Update. Ich bin auch im Besitz von den Dörfer. Hab mittlerweile eins mehr als nur 50. Und die Angriffe vom Alex, wer ist dieser Gringo? Haben alle die grüne Axt gehabt. Auch der, ich vertraue jetzt da drauf, weil er hat es selber gesagt, es kommen nur Fakes. Wenn wir uns die Berichte anschauen, es war nichts Tragisches. Ich habe, wie ich gesagt habe, auf 300 Tour allein gestellt und er ist eigentlich nur mit Katapulte gekommen. Auch der Spieler vorher, der Plutos, wenn man sieht, der ist auch nur mit Axt gekommen und 5 Rammen. War alles in Ordnung. Grüße gehen nochmal raus jetzt an ein zweites Mal. Ja, dann selber. Ich bin wieder am Angreifer von Bahndorf. Und wenn wir uns die Karte anschauen, das wird mein übernächstes Dorf. Und ich greife momentan durch Roma da. Das haben wir gestern noch geholt. Und da bin ich jetzt am Angreifer momentan. Ja. Ich weiß, für eine, müssen wir schauen. Das war der erste Angriff, der da eingegangen ist. Die Zustimmung ist von 100 auf 70 gesungen. Also 30. Um 30 diesmal. Gut. Ja. Weiterhin gesagt zur Karte. Wenn man da umschaut, auch in diesem Gebiet haben sie 3 verschiedene Spieler von Miet eingepflanzt. Der hier und dann, der Name gefällt mir natürlich am besten, der Stern des Südens. Als Bayern-Fan, Meisterfeier haben wir doch noch gehabt, weil sie andere Vereine so doof angestellt haben. Kann man nichts machen. Gut. Ja, das heißt, schaut es einmal schwer für uns. Wir haben rechts, haben es Dörfer erobert, unten, links. Also ich gehe schwer davon aus, dass die Buden hochziehen, 2-3 Adelsgeschlechter produzieren und auch von weiter entfernt angreifen. Das wird dann ein harter Kampf, den wollen wir mir natürlich nicht aufgeben. Aber wie gesagt, das ist ein Spiel. Manchmal ist man in einer guten Lage, manchmal in einer schlechten. Und wer weiß, was da alles passiert. Generell zu meinen Buden haben wir wieder einen Bericht eingekriegt. Ja, ich greife da gerade ein anderes Dorf an. Genau, generell zu meinen Buden. Bei mir sind die Produktionen jetzt voll am Laufen. Eigentlich in alle Dörfer, was ich so weiß. Und Rekrutierung läuft da, muss ich natürlich ein bisschen vermehrt drauf schauen, weil ich einfach wirklich ja mit den Einheiten kaum nachgekommen. Es ist so, ich habe glaube fast 2000 Einheiten verloren, am Anfang gleich. Ich habe mir es auch einmal angeschaut in der
In der Mitgliederliste, wenn man es anschaut, ich fahre weit oben. Ich habe mir es aber durch die Bank angeschaut. Ich bin eigentlich der Einzige, der, wenn man sich die Spielerakte anschaut, ja, bereits zwei Dörfer verloren hat. Und dann habe ich auch noch einen King of North ausgeholfen und habe einen Haufen Truppen verloren. Aber wie gesagt, ich habe dort die zwei Dörfer einfach verloren. Habe da einen Haufen Einheiten gebraucht und dann Ressourcen zur Wiederherstellung vom Adelsgeschlecht, dass ich das wiederholen können habe. Ja, und. Das vom Wladimir habe ich nicht mehr geholt. Da war es einfach zu spät geworden mit allem. Gut. Aber nichtsdestotrotz, wir haben wir stetig am Wachsen. Also, ich tue mir momentan nicht ab. Ich muss nicht an der Rangliste ganz vorn stehen. Aber wenn man es da anschaut, wir haben schon Spieler mit 9 Dörfern, sogar einen mit 10. Die hat sich alles um sich herum geholt, auch die Kleinen. Wirkt sich irgendwann später aus, wenn die alle ausgebaut haben. Dann kommt die da ziemlich rasch voran in der Rangliste. Gut, meine Skills haben wir jetzt. Na, wieder gespannt. Wir müssen 169 das meiste sein, was man momentan spenden kann. Ja. Da bin ich auch oben dabei. Ich habe bis jetzt sämtliche Punkte gesponsert. Manche noch nicht so viel, aber die haben auch alle erst relativ kurz dabei. Wie gesagt, die Aktivität, sehr überraschend in dem Stamm, ist sehr, sehr hoch. Im Forum, bei Nachrichten, wenn man Probleme hat, überall vorne dran. Dann schauen wir mal, wie es dein Spieler geht. Ja, momentan 13 Dörfer. Hat auch noch 0 Verluste. Das ist eigentlich in der Mitte her von daher sehr gut. Und ich gehe davon aus, dass der Spieler ja relativ def hat in der Mitte. Aber das weiß man nicht. Vielleicht sagt er mal so mal der Alex. Gut. Wie gesagt, jetzt Rangliste. Wir haben momentan auf Platz 29 aufgeklettert. Und da haben sie wieder welche neu zusammengetan, schätze ich mal. Beziehungsweise haben mit Spielern getauscht, weil die waren ja gestern noch nicht auf Platz 1. Müssen wir das Video anschauen vom letzten Mal. Der Plutus, der mir angegriffen hat, ist auf dem globalen Rang 4. Der Gringo ist unter die Top 50, sehr, sehr gut. Da schaut es bei uns, wenn man bei uns einer schaut, jetzt warten wir mal. Ja, da ist der beste Spieler auf Platz 392. Und ich bin momentan in die Top 1000 reingekommen. Ja, wie gesagt,
Ich habe keinen Stress. Gut. Wie gesagt, der Angriff da läuft, der kommt in 18 Minuten. Und ich hoffe, dass das auch wieder so ein Fake ist. Ich habe die ganzen Unterstützungen jetzt einmal zurückgeschickt. Nicht, dass irgendwas sein soll. Aber wir waren eigentlich vorbereitet drauf, das zeigen wir natürlich nicht, falls da mehr Einheiten kommen, warten. Aber ich werde in Zukunft öfters grüßen, gell Alex? Vielleicht kommst du mal in ein Video mit einer. Kontakt haben wir austauscht. Alles klar. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, ich würde mich freuen. In diesem Sinne, pfiat euch, bleibt geil.